Es gibt da einen wichtigen Unterschied zwischen der realen Identität, die auf mich als Person verweist, und virtuelle Identitäten, die ich verwenden kann. Es gibt Anbieter, die tatsächlich meine reale Identität brauchen oder denken, dass sie sie brauchen für Datenanalyse. Es gibt aber auch viele Anbieter, denen genügt es vollkommen, mich zuverlässig wiederzuerkennen bei der Datenanalyse. Denen reichen sogenannte Pseudonyme, zuverlässige Pseudonyme, um das zu tun. Die haben kein Interesse an einer realen Identität, sind sogar froh, wenn sie die nicht zu Gesicht bekommen sozusagen. Wenn ich es schaffe, mit entsprechenden technischen Maßnahmen beides zu entkoppeln voneinander und auch dafür sorge, dass ich dabei keine Spuren hinterlasse, die dann indirekt doch wieder auf die reale Identität verweisen könnten, dann habe ich auch eine Chance, die Identität zu schützen, und entsprechende Ansätze gibt es.